Hallo, liebe Zuschauer. Ich wollte euch hier mal heute einen kurzen Testbericht der drei Devices vorstellen von HTC. Und zwar habe ich hier mal links im Bild den HTC Raphael. Und zwar ist es wieder auch von T-Mobile Touch Pro genannt. Dann habe ich den Touch Pro 2 oder HTC Rhodium in der Mitte. Und rechts das eigentlich ziemlich neue Gerät HTC HD2. Und zwar auch Codenamen HTC Leo. Die drei Geräte sind etwas unterschiedlich. Und zwar die ersten zwei, die zwei linken beiden, das sind mit vollwertiger QWERTZ-Tastatur. Das rechte ist ein multitouch-fähiges Gerät. Kurz mal zu den Geräten selbst. Und zwar haben wir hier diesen HTC Raphael. Da hat er diese ausfahrbare Tastatur. Ist eigentlich momentan, bis heute Morgen war es mein Favorite Device. Wirklich war es ein sehr geiles Gerät, sehr hochwertig verarbeitet. Wir haben hier hinten die Deckschale mit Aluminiumverzierungen und so weiter. Es ist mittlerweile ein Windows Mobile 6.5 drauf installiert. Aber man sieht halt, trotz des 520 MHz Qualcomm-Prozessors ist das Gerät, ja, jetzt geht es mittlerweile, aber im Normalfall ist das Gerät ein bisschen träge. Gut, Nummer 1. Kommen wir zu Nummer 2, HTC Touch Pro 2. Das Gerät hatte ich bis vor einer Woche im Einsatz, und zwar seit einem Dreivierteljahr. Vom Display her kommt es ziemlich an iPhone dran, also ich glaube sogar ein bisschen länger ist das Display. Hat auch ein Windows Mobile 6.5 drauf, allerdings nicht diese HDSense 2.1 bzw. 2.5 Software, ich weiß gar nicht genau, welche es ist. Ist flüssiger, also funktioniert von der Grafik und von den Speicherfunktionen her etwas hurtiger als der alte Touch Pro. Größeres Display. Größerer Akku, also was sehr auffällt zum Touch Pro, zum normalen Touch Pro, also zum HTC Raphael, ist, dass dieses Device hier wesentlich mehr Akkuleistung vorweisen kann. Also es hält circa 3 Tage, drei Tage. Nach 2 Tagen musste ich spätestens eigentlich den Akku laden, weil ich ein bisschen Hardcore-User bin. Surfen, WLAN und so weiter. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Wir haben hier auch eine vollwertige QWERTZ-Tastatur, beleuchtet, und wir können das Display kippen und können es dann als Laptop-Ersatz nutzen. Wobei Windows Mobile nur bedingt als direkter Laptop-Ersatz funktional verfügbar ist. Gut, kommen wir zum nächsten Device, was heute Morgen bei mir eingetroffen ist. Ist hier dieser HTC Leo oder HTC HD2. Das Gerät hat keine Tastatur, hat aber wieder seit langem mal einen LED-Blitz angebaut bei der Kamera. Von der Größe her kann man schon erahnen, wie es sich verhält beim Tragen in der Hosentasche oder sonst wo. Allerdings muss ich sagen, vom Gewicht her ist es wesentlich leichter als der Touch Pro 2 und vergleichbar vom Gewicht wie der Touch Pro 1. Vergleichbar. Die Maße sind wesentlich größer, allerdings relativ flach ist das Gerät. Also wenn ich mir das Gerät so anschaue, im Vergleich zu den anderen beiden, man sieht schon, dass es wesentlich dünner wirkt. Aus Erfahrung, ich habe das heute seit einem Tag in Benutzung, das Gerät. Aus Erfahrung muss ich sagen, wow, zum Raphael oder zum Rhodium brutal super zu tragen in der Hosentasche bzw. in der Jackentasche. Es trägt kaum auf. Es ist eigentlich wie wenn das Gerät gar nicht da wäre, obwohl es riesige Ausmaße hat. Nur zur Information, falls ihr ein paar Freaks dabei sind, die so ein iPhone haben oder was. Das iPhone ist minimal, ist ungefähr so wie die Abmaße des Displays, bis hier runter zu den Tasten, zu den Hardware-Tasten.
Also es ist trotzdem ein bisschen kleiner als dieser HDC. Gut. Zum HDC muss ich sagen, ich habe noch leider keine vollwertige Akkuladung machen können. Allerdings bin ich heute mit 80% losgezogen und musste durch das Verspielen ersten Tages mit dem Gerät vorhin, circa vor, naja, nach 10 Stunden Benutzung, musste ich dann erstmal aufladen, weil das Gerät nur noch bei 10% war. Also WLAN und 3G strapazieren den Akku schon gewaltig. Was ich bemerkt habe, der Akku wird auch leicht warm, wenn er ein bisschen länger benutzt wird, wenn das Gerät länger mit Hintergrundbeleuchtung und Funkübertragung benutzt wird, egal ob es jetzt WLAN oder 3G ist. Allerdings wird es nicht so warm wie der Touch Pro 2 und der Touch Pro 1. Also bei den beiden Geräten merkt man schon gewaltig, dass der Akku sich erwärmt. Zur Benutzung muss ich sagen, ich bin bisher eigentlich ein totaler Bestreiter der Geräte mit Tastatur, da ich die eigentlich sehr, sehr gern benutze und sehr viel benutze bei längeren Texten. Allerdings muss ich sagen, dieses Multitouch-Display des HTC Leo, also des HD2, ist brutal gut. Also ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich komme super gut mit dieser Touch-Tastatur zurecht, obwohl ich eigentlich das bisher nicht so gemacht habe und mag. Gut, was kann ich zum Gerät selbst sagen? Das Gerät also hat einen Windows Mobile 6.5, hat die neue HTC Sense-Oberfläche. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es das 2.1, 2.5, ich vermute aber, es ist die 2.5 mittlerweile. Das Gerät hat einen ultimativen Grafikbeschleuniger. Also egal wie ich diese Balken jetzt sehe, ich habe bisher noch kein Ruckeln gespürt, obwohl noch das Original T-Mobile ROM aufgespielt ist. Sehen kann man das hier zum Beispiel bei diesen Animationen von des Wetter-Plugins. Oder Sounds, es funktioniert eigentlich alles super flüssig, super schnell. Dank des super geilen Snapdragon-Prozessors mit 1 GHz. Der Touch Pro 2 hat im Vergleich nur 528 MHz. Oder 620, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und der Touch Pro 1 auch um den Dreh. Also die geben sich nicht viel. Ich muss sagen, ich bin jetzt in den Genuss des Geräts gekommen, nachdem mir der Touch Pro 2 nicht so zugesagt hat. Ich habe den 3, 4 Jahre Benutzung und habe eigentlich durch das Gewicht und die Größe meinen Touch Pro 1, also hier das Gerät, regelrecht vermisst. Ich habe es wirklich wahr vermisst. Es ist eine Schande zu sagen, das Gerät ist nur 2 mm dicker, etwas kleiner vor der Höhe und vor den anderen Maßen. Es ist. Vor dem Gerät, auf dem Gerät ist eigentlich kaum ein Schritt zu spüren, außer dass der Support mit den Original-ROMs hier besser ist als bei dem. Ist logisch, ist ein älteres Gerät. Allerdings, es gibt hier in der Zeit HDC oder XDA-Developers, die bieten für dieses Gerät auch noch aktuelle ROMs an. Mit diesen ROMs läuft das Gerät eigentlich genauso gut wie dieses hier, vielleicht sogar noch besser. Also ich bin mir sogar fast sicher, dass es hier noch besser läuft. Was der einzige Vorteil, den dieses Gerät hier hat, der Touch Pro 2, ist eigentlich der Akku, die Akkuleistung. Definitiv die Akkuleistung. Ansonsten ja, größeres Display. Ob es ein Vorteil ist, mag jeder selbst zu wissen. Ich fand das Display jetzt nicht als Vorteil. Ich muss jetzt nicht unbedingt das größere Display haben. Das Gerät reicht mir vollkommen. Ich komme mit dem besser zurecht. Es ist schöner zu steuern. Es ist kompakter. Es trägt nichts. Es ist in der Jackentasche schneller verstaut. Es ist kleiner und robuster, ist meine Meinung. Dieser Klappmechanismus vom Display hat eigentlich keine größeren Probleme bei mir gemacht. Das ist eigentlich super gutes Gerät. Auch die Tastatur ist schön von der Haptik. Hier etwas stärker mit dem Druckpunkt. Hier etwas sanfter. Ja, hier gibt es keine Tastatur. Ja, ansonsten.